So, da bin ich wieder. Oh, das war jetzt... Hui. Lass mal verschnaufen kurz. Da bin ich kurz das Treppenhaus runtergerannt. Da muss den PC hochtragen. Hui, okay. Yeah, umgehen nur help. Guys, stop feed. Oh, es war beruhigend wieder, ey. Das war sehr schnell. Ich bin nicht unbedingt der Kräftigste. So. Ach ja, ich... Zu Hause Sport so mal so? Ich meine, ich hab's mal gemacht, aber ich hab dann irgendwie aufgehört. Ich muss zwar wieder anfangen, aber... mal schauen. Die Motivation immer dazu. Macht ihr zu Hause Sport? Schreibt mal in die Kommentare, was macht ihr so für Sport? Was sind eure so typischen, was weiß ich, Workout oder so? Oh, guck mal, hier ist... LOL. LOL. Da hat er sich doch gerade gefreut. Hey, guck mal, ich kann einen Dragon machen. Das war ein einfacher Kill, ich hätte nicht mal meine Ulti einsetzen müssen. Aber okay. LOL, guck mal, hier ist. LOL, hab ich gerade ein Schwein? Glaube ich, das ist einfach das Glück für die gute Tat, die ich gerade gemacht habe. Das ist übrigens auch der Grund, warum man den feindlichen Jungle wardet. Und genau sowas, ich meine, ich mache es selber gerade nicht. Aber genau sowas tut man halt damit erreichen, dass man einfach Gegner schneller aufdeckt, hinrennen kann, töten kann, fertig, weiter geht's. So, komm her. Mist, Mist, Mist. Komm her. Only actions truly speak. Go, go, go! An enemy has been slain. The warrior spirit is never broken. Oh, 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 Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott! Nein! Da ist er echt weggerannt, ich hätte ihn sonst gekillt. An enemy has been slain. Mana, Ability, Power, Health and Damage. Das hört sich gut an, da ich ja momentan eh gerade ein bisschen abgehe. 6, 7, wie sieht's aus? Fizz geht mehr ab als ich, Akali ist auch ganz gut dabei. Vielleicht alle nicht schlecht unbedingt, also keiner von uns feedet. Blitzcrank feedet hart. Das muss man, glaube ich, ausnutzen. Lucian ist hart gefeedet, also ich sollte mich auf Blitzcrank konzentrieren, wenn ich Kills haben will. Und ich sollte mich auf Lucian konzentrieren, wenn ich... das Team schweichen will, das geht irgendwie. Oh, why you not run? Wer ist nicht gerannt? Keine Ahnung, meinen sie mich oder meinen sie? Victory calls. Okay, wir gehen mal hoch zum Blue Buff, holen uns den Blue Buff. Also Xao ist schon ein geiler Jungler, muss man mal sagen. Es gehört ein bisschen Können dazu, ich habe auch jetzt keine wirkliche Konfi für ihn, weil ich nicht weiß, wie man ihn spielt. Aber er macht schon mega Spaß und wenn ich gegen ihn spiele, dann... merke ich auch immer wieder, was für ein cooler Jungler er ist eigentlich. Das ist jetzt doof, ne? Ja, das hätte vielleicht ein bisschen früher sagen sollen, bevor ich die Blue dich habe. So. Das heißt, ich habe es nicht gelesen, das müssen wir nochmal nachschauen, ob ich das... Okay, go, 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 go. Nice. Der nächste. An enemy has been slain. An ally has been slain. A Demacian does not retreat. Der Alte ist doch hier lang. Your turret has been destroyed. Ah, sag ich doch. Sound the march. Hä? Ey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wo die Leute immer langlaufen. My king commands. Ich meine, ich bin schon nicht unbedingt der Langsamste, aber die kommen immer irgendwie. Ich denke mir dann, hä? Wo sind die gerade langlaufen? Ich meine, das Reporten geht recht. Das Porten geht recht schnell, aber.
So, dann zerstöre ich meinen feindlichen Jungle ein bisschen. So. Blue Buff gestealt. Blitzcrank. Go, go, komm, komm, greif an! Greif doch an, Alter, das kann doch nicht sein. Geh doch rein, ey, komm! Das ist nicht dein Ernst, aber der geht da nicht, der geht da. Wie der alte Sack, der Winning ist. Okay. Gragas, you suck. Muss er ja mal reinschreiben jetzt, auch wenn es mit mega vielen Fehlern war. Okay, ich korrigiere mich noch. Und da habe ich die Stärke der Dreieinigkeit erhalten. Habe ich mal zeigen wollen, ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Ich finde das total geil mit drei Dingern, die das doch kostet. Cool, so aus Spaß einfach für jedes noch ein. Finde ich geil gemacht. So, ich habe jetzt 200... Hier habe ich Physical Damage. Hier habe ich Basic Attack Damage. Hier habe ich Magic... Hä? Ich glaube, das wird zweimal Magic Dein, auch wenn einmal Physical da steht. Ich schaue mal kurz meine Info an. Hitpoints! HP per 5 Seconds. Lifestyle haben wir gar keinen, das sollte ich mir vielleicht noch zulegen. Und Crit Damage habe ich 10%, das ist natürlich auch mega wenig. Ich mache mal einen Dragon Dein jetzt. Vielleicht kommt einer mit, aber ich glaube, es ist eher weniger. So. Machen wir mal drauf und hoffen, dass es hier nicht irgendwo kommt. Das ist, nee, Rufung ist da hinten. Okay, das ist nice. So, auf. Sollte eigentlich gleich tot sein. So. Das ist jetzt nicht so dolle. Da ist die Rampage gewesen. Da renne ich auch nicht rein, ich bin nicht bekloppt. Hier ist der Wolf. Only actions truly speak. Why you go without me? Das ist immer sehr schön. Leute sagen, oh mein Gott, wir brauchen dich. Und im nächsten Moment gehen sie alleine rein. So, kurz noch farmen. Auch mal die Ulti zum Farmen nehmen. So, soll ich mal noch ganz kurz das Ding hier. So. Blue Red Buff fehlt mir noch. Okay, Moment, nehme ich auch noch. Weil so stark sind die jetzt wirklich nicht, ne? Selbst wenn die Baron machen sollten, kriegen wir die trotzdem down. Ich war ja bis jetzt noch nicht wirklich in Teamfights vertreten, weil ich mich lieber hochfahre und dann im Endeffekt mit voller Power da reinrenne. Weil man gerade gesehen hat, dass ich halt noch nicht so gut war im Teamfight. Sound the march. So, jetzt noch den Blue Buff holen. Und mein Farm ist 131, sieht aber, das Team kann nicht farmen. Das Team hat es einfach nicht drauf. Das wird das Farm einfach vollkommen. So. Jetzt geht's los. Den kriegen wir auf jeden Fall. Leute, kommt jemand mit jetzt? So. Und das ist der Moment, in dem ich weggehe. So, jetzt go, go, go. Nein, nein, nein. Komm schon. Der Kali ist mega und sie kann nichts. Okay, lass uns einfach. Lass uns dabei belassen. Sie kann einfach nichts.
So, wir haben 8, 8, 10, es ist ganz okay. Akali hat 12, 9. Hm. Da sehe ich Farm. Dann farm ich mit der Ulti jetzt einfach mal weg. So, schauen wir mal, was jetzt noch so auf dem Weg vorbeikommt. Ein bisschen farm nehme ich noch mit, bevor ich weggehe. So. Oh. Hier stand das beim Vision Ward drinne. Er geht gerade viel weit los. Das sieht man wieder, unsere vier Leute rennen rein. Die sterben vielleicht. Attack Damage. Critical Strike, Cooldown Reduction. Das ist nicht unbedingt, was ich brauche. Ich hätte gern noch ein wenig Armor und Health. Schauen wir einfach das Sunfire Cap, warum nicht? Warum denn nicht? Victory calls. Schuhe bräuchte ich mal. Merke ich gerade. Ah ne, habe ich ja. Quatsch. Das hole ich mal als letztes Item. Ich kann auch das verkaufen hier, aber erstmal brauche ich noch ein wichtiges Item und da hole ich mir. Ich hole mir jetzt einfach mal. Armor Penetration, ja, das hört sich gut an. Attack Damage hole ich mir jetzt noch und dann geht's los. Meine Laufgeschwindigkeit ist durch meine Schuhe natürlich mega krass. Ich mache nahen Schaden an Feinden. Weiß, sieht man das hier drin vielleicht? Stats? So. Komm schon, go, go, go! Ach, das soll nicht immer alleine rennen, Fizz, ey, das ist doch die Harte, der Typ. Jetzt rennt er rein. Bis, 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 bis. Bis, you are great. Ich meine, gut, dass er da drüben nicht reingerannt ist, ist okay. Aber dass er nämlich dann mit seinem Jump nicht über die Mauer gekommen ist und mir geholfen hat, war jetzt nicht so die Pracht. 800 würde ich dafür bekommen. 800 plus 600 sind bei 1400. Würde dafür aber Damage und Cooldown Reduction einbüßen, mache ich also momentan noch nicht. Ist doof. Farm ich lieber noch ein bisschen. Jetzt guckt euch mal wieder den Farm meiner Leute hier an. Also Fizz ist, naja, ne? Akali auch nicht. Kragas auch nicht. Ja, der einzige, der... Eigentlich ist gar keiner von den gut im Farm. Ja, von Kragas ist wieder zu spät. Dann der Kali da noch mit rein, ich wette es. Ah ne. Und ich spring mal da runter, weil da geht der Farm schon wieder. Boah, das wird ein nicer Farm jetzt werden. Ich war jetzt mittlerweile 375. Ein normales Vieh hat 400. Den rennen wir mal rein hier. Bam! Alter, das hat schon mega geil. Also zu farmen von solchen Waves ist die Ulti mega genial. The warrior spirit is never broken. So. Ich habe momentan ein bisschen Magie-Resistenz, das ist einfach cool. Aber wenn ich es jetzt unbedingt brauche, da nicht wirklich viele Magiefeinde im Tick-Gegner-Team sind. Sing, push all the way, bot, please. Also ich finde es aber lustig, wie die Leute, die einfach nichts erreichen, mir dann auch erzählen wollen, was ich damit zu tun hätte. Abgesehen davon, gut, ich habe es jetzt eh vorgehabt, aber so ansonsten, naja. Top pusht auch keiner, sie rennen zu dritten den Teamfight rein. Aber okay. Man kann ja nicht alles von seinen Wolken erwarten, nur viel. Und auch hier gibt es anscheinend eine Cooldown Reduction. Wenn ich eine Attacke raise, dass dann die anderen halt eine Cooldown Reduction bekommen. Schauen wir mal noch schnell hier. Jawoll! Ich
Ja gut, den holen wir uns hier noch. Dann gehen wir gleich mal auf den hier drauf. So, da haben wir unsere Geldbeutel hier wieder ausgeschöpft. Und dann... Also, das hat nicht wirklich viel gebracht. Die sind alle da oben, das sieht sehr gut aus. Dann kann ich nämlich hier durchpushen. Go, go. Einer ist noch da, zwei sehe ich noch. Und go. Oh, das war zu dolle. Hilfe! Komm mal, Kali, jetzt will ich aber was sehen. Oh, kann ich da nicht die Hüt macht, oder? Ich glaube, das ärgert mich jetzt gerade mega. Kali ist ein typischer Killstil-Chat. Spielt nur um zu Killstil. Und mein Red Buff hat den Typen gerade noch platt gemacht. So, dann verkaufen wir jetzt dieses Ding hier und kaufen unser letztes Item noch. Health. Cooldown ist jetzt... Oh. Oh. Tja, da hat der Feind surrendered. Das war Xing Zhao. Wenn ihr nochmal haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr andere Gems haben wollt, ihr wisst es ja, schreibt einfach auch in die Kommentare. Es wurden sich ja schon mehrmals Gems gewünscht. Ansonsten nehme ich einfach den nächstbesten, der mir einfällt. Ihr merkt ja, dass momentan ganze Let's Plays rauskommen, nicht mehr zerschnittene Folgen. Also normalerweise mache ich ja nur 15 Minuten Folgen. Mittlerweile kommen ja ganze Let's Plays bei League of Legends raus. Liegt daran, dass ich momentan zu viel aufnehme. Kann aber auch ohne Ankündigung einfach wieder 15 Minuten Folgen werden. Gell? Also einfach mal schauen. Wenn ihr seht, es werden wieder 15 Minuten Folgen, dann nimmt er wahrscheinlich gerade nicht mehr so viel auf. Kommt halt darauf an, wie viel Zeit ich für die anderen Let's Plays gerade brauche. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Freunde. Und bis dahin. Adios. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Oder, ja. Ne? Wenn ihr mich helfen wollt, geht auch. Never guess LP. Ich habe noch einen Smurf-Account, der heißt Dark Shaco Smurfer. Der ist dazu da, falls ihr halt noch nicht so hoch im Level seid, da kann ich da mit euch zocken. Dann addet mich einfach da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.